Komisch war das, also eher distanziert. Was ist Liebe? Man weiß das ja gar nicht. Ne? Ach, die erste Freundin hatte ich, weil alle hatten eine Freundin und sowas. Ne? Dann dachte ich so, da müsste ich auch eine haben. Und es gab sogar eine, die war richtig verknallt in mich, aber ich nicht unbedingt in sie. Das war meine Tanzpartnerin. Aus Kulturgründen hatte uns Mutti zum Tanzkurs angemeldet. Nicht? Und dann haben wir halt Tanzkurse gemacht. Nicht? Und da war eine, naja, aber ich habe da nichts bei empfunden, muss ich sagen. Nicht? So, war mir auch doof angestellt und sowas. Aber es gab keine Nähe, so nach dem Motto. Ne? Es hat für mich nichts bedeutet. Weil die ich haben wollte, die kriegte ich nicht. Und die ich haben konnte, wollte ich nicht. Ne? Und das war natürlich dann auch immer besonders schön, wenn ich eine Zurückweisung erlitten habe. Das war, danach habe ich eher gesucht, weil dann konnte ich mich wieder in meinen Schmerz verkriechen. Das war das Schöne. Denn dann, den konnte ich dann auch richtig ausleben. So eine Weise noch, die war ich echt verknallt. Und tja, konnte ich nicht landen. Und ja, da kam gerade raus Herbert Grönemeyer, Flugzeuge im Bauch. Kennst das Lied nicht? Dann schön die Anlage aufgedreht, die Box umarmt und voll aufgedreht. Nicht? Das war geil. Ne? Da konnte ich so das Lied gleich 44 Mal hintereinander abspielen, konnte ich schon auswendig mitsingen. Das war gut. Nicht? Da war ich wieder in meinem Element. Aber so positive Gefühle, so Sehnsucht hatte ich da nicht so. Ne? Das kannte ich nicht. Ich war halt mit ihr zusammen, wir haben getanzt, uns mal zum Eis getroffen, zum Kaffee und naja, aber es hat mir nichts bedeutet. Ne? Gar nicht. Ich dachte schon irgendwie, ich bin gefühlskalt oder ich habe überhaupt keine Gefühle. So nach dem Motto, alle haben das und erzählen immer so, man tauscht sich ja aus mit seinen Klassenkameraden. Ne? Und wie ist es und bla bla und empfindest du dies und das. Ich habe da irgendwie nie was empfunden, kannte ich nicht. War für mich nicht wichtig. Hauptsache seine Freundin war nicht alleine. Ist zwar bitter für sie, aber mir hat das irgendwie auch nichts bedeutet. Gar nichts. Naja, dann ging das irgendwann in die Brüche. Ja, dann hatte ich mich mal verknallt in eine. Und dann, das wurde eine lange Beziehung. Fast 3 Jahre lang. Aber das war, ja, es war eher körperliche Art. Weißt du? Da ging es eher um Poppen und wie oft. Und es ging nicht so um Zweisamkeit oder Geborgenheit oder sowas, ne? Also da habe ich irgendwie so nichts empfunden. Doch, das habe ich schon ein bisschen, ja, auch genossen. Das war schon okay. Man kannte das Kribbeln im Bauch und das Verliebtsein und so die Sehnsucht, wann sieht man sich wieder, das schon. Aber ich wusste nicht, in welcher Dimension muss das stattfinden, wann ist das richtig oder so. Keine Ahnung. Das war zwar da und ich habe es auch genossen, ja. Aber so. Dass es mich so tief berührt hätte oder sowas oder angeregt hätte, würde ich eher sagen, nein. Es war eher, ja, eher was Körperliches. Nicht? Weil ich halt, Umarmung kannte ich ja nicht so oder getröstet werden und sowas, das konnte man da so irgendwie ein bisschen nachholen oder sowas. Nicht? Das konnte man auch ein bisschen genießen. Ne? Das Gefühl, dass sich jemand um einen kümmert oder dass jemand für einen da ist, war schon schön. Ja, aber so richtig gefühlt habe ich nichts. Nö, glaube ich nicht. Ich hab den Eindruck gehabt, ich kann gar nicht fühlen. Klar, das hat wahrscheinlich sicher viel mit Prägung zu tun. Und da kommst du auch nicht so raus und sowas. Nicht. Für mich, also es war immer schöner, wenn ich leiden konnte in Beziehungen, anstatt dass ich froh war, mit jemandem zusammen zu sein oder so, das zu genießen und sowas. Also so schmerzliches Verlassen werden, enttäuscht sein und sowas, das fand ich alles viel cooler. Weil in diesen Gefühlen kannte ich mich aus. Nicht. Die waren für mich dann auch bedeutsamer. Nicht. Das andere, ja, das kannte ich ja so gar nicht, nicht? Wie das so ist, so geliebt zu werden oder jemand liebte mich oder sagte mir das auch. Ich so, bist du sicher? Das war irgendwie komisch, wenn mir das jemand sagte, weil ich das nicht kannte. Ne? Und es war auch nur eine neue Erfahrung, dass jemand sagte, ja, ich mag dich so, wie du bist. Hä? Bist du ganz sicher? Bin ich okay so? Ja, wirklich? Das kannte ich vorher nicht. Also ich hatte nicht dieses Selbstwertgefühl oder so diese Anerkennung für mich selbst, die ja nur eine Voraussetzung ist, um eine Beziehung zu führen. Das ist das so, hey, du weißt, wer du bist und kennst vielleicht deine Stärken und Schwächen und sowas und bist gar nicht ganz zufrieden mit dir, so wie du bist und sowas. Nicht? Das kannte ich nicht. Ne? Ich musste mir das eher so von außen holen, dass mir das dann jemand sagte. Ne? So.
Ja, es war immer ein Zweifel da, wenn jemand sagte, er mag mich oder sowas, das machte mich immer verlegen, weil ich es nicht kannte und weil ich damit nicht umgehen konnte, nicht? So nach dem Motto, das war ungewohnt, nicht? Das machte mich erstmal unsicher. Was, jemand liebt dich oder sowas? Ja, warum jetzt? Warum? Nicht? Das Gefühl, einfach geliebt zu werden, weil man da ist, das, für mich war das ein Ding der Unmöglichkeit. Weil ich dachte immer so, bei uns wurde immer nur geliebt, wenn du was geleistet hast, nicht? Wenn du irgendwas, dann kriegst du Anerkennung oder vielleicht ein bisschen Feedback oder so, Positives. Aber einfach für sein Sein geliebt werden, das kannte ich nicht. Ne? Ich habe das ja auch überspielt, ich war immer der Lustige und sowas. Nicht? Ich konnte viele Menschen zum Lachen bringen und sowas, also ich war auch ein heiterer Kerl. Und vielleicht haben das die Frauen dann oder die Mädels dann auch an mir geliebt oder so. Ne? Keine Ahnung.